Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Eddie und ich spiele Another Brick in the Mall. Wahrscheinlich zum dritten und vorerst letzten Mal. Schauen wir uns dieses Spiel an in einem angespielt mit dem Ziel, einen riesigen Supermarkt zu bauen. Noch ist er nicht so riesig, aber das Fundament steht schon mal. Ich habe gerade ein bisschen Zeit reingesteckt und ein paar Dinge erforscht, die ich unbedingt erforscht haben wollte. Und jetzt habe ich total seltsame Upbeat-Musik im Hintergrund, die ich so nicht wollte. Aber wir sind ja alle so. Da muss ich ja zurück hier zur Ambient Station. Naja. So, jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen besinnlicher. Ich habe mir ein stärkeres Büroteam angeschafft. Mit stärker meine ich nicht bessere Leute, sondern mehr Leute. Denn wir wissen alle, Quantität zählt in der Wirtschaft. Und damit die nicht verhungern, haben die hier einen kleinen Automaten, den sie nicht nutzen. Zumindest bis jetzt. So viel Zeit habe ich da auch nicht reinstecken müssen, um weiterzukommen. Aber bevor ich mich hier verlabere, muss ich mal kurz pausieren. Denn wir haben etwas Essentielles freigeschaltet. Wir haben einerseits die Night Hours freigeschaltet, die ich jetzt noch schnell einstellen muss, damit hier nach 0 Uhr noch irgendwas passiert. Und ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Außerdem habe ich Ich habe das Sales Monitoring endlich freigeschaltet. Das wollte ich euch schon seit der ersten Folge zeigen. Das Sales Monitoring erlaubt mir nämlich, diesen Tab hier zu öffnen und das hier zu sehen. Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen seltsam, aber wir können jetzt zwei Dinge sehen. Wir sehen hier einmal die Nachfrage in Orange und die Sales, die wir gemacht haben zuletzt. Und dann schauen wir hier mal so ein bisschen durch und dann sehen wir bieten natürlich nicht alle diese Produkte an. Wir könnten hier auch ein bisschen filtern. Wir verkaufen ja, glaube ich, vor allem Essen. Und dann sehen wir, ganz oben ist Fresh Meat. Und Fresh Meat können wir noch gar nicht anbieten, aber das erforschen wir gerade mit der Cold Chain. Milch ist sehr beliebt, offensichtlich. Aber gleiches Problem, wir müssen das erst erforschen. Kann ich frische Früchte anbieten? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da könnte auch noch irgendwas im Weg liegen. So, aber viel wichtiger an dem Menü ist, finde ich, die Übersicht über die Synergie, die man bilden kann. Es funktioniert nämlich so in dem Spiel. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich baue jetzt alles in einen Shop und lehne mich zurück und schaue einfach nur zu. Das wäre ineffizient, denn es gibt ein paar Parameter, die man beachten kann, wenn man will. Gehen wir mal auf das Brot, was wir eh schon anbieten. Sliced Bread. So, wir sehen hier, es gibt drei verschiedene Level. Es gibt Tier 1, Tier 2 und Tier 3. So, und wir haben hier Tier 1 freigeschaltet. Das heißt sozusagen, das ist das Standardsortiment. Und da ist die Nachfrage am höchsten und da verkaufen wir auch was von. Wenn wir noch Tier 2 freischalten wollten, um diese Nachfrage abzudecken, das ist dann quasi, keine Ahnung, das sind wahrscheinlich speziellere Produkte in dem Bereich Sliced Bread. Dann müsste ich Folgendes tun. Ich müsste Sliced Bread in einem Markt verkaufen, der aus über oder mindestens 50% Food besteht. Dann kann ich erst das hier anbieten und das kann dann erst von den Leuten gekauft werden. Das sieht jetzt erstmal simpel aus, das ist bei anderen Sachen ein bisschen komplexer. Wir gehen mal in eine andere Kategorie, zum Beispiel Media und Videogames. Und dann sehen wir Folgendes. Wenn ich einfach in meinem Supermarkt Videogames anbiete, dann sehe ich, dass die Nachfrage extrem gering ist, weil niemand geht in den Supermarkt, um sich den neuesten PS4-Titel zu kaufen. Beziehungsweise niemand stimmt nicht, einfach nur sehr wenig Leute. Wenn ich aber anfange, die Videospiele in einem Store zu verkaufen, der zu 50% mindestens Medien verkauft, ja, Medien ist all das hier, was wir hier links sehen, dann sehe ich eine höhere Nachfrage. Das wäre dann sowas wie dein
wie der in, weiß ich nicht, dein üblicher Mediamarkt oder der Saturn um die Ecke. Und dann haben wir noch Tier 3. Und Tier 3 ist das, was man sich jetzt gedacht hat, wenn man es in einem Laden verkauft, der ausschließlich Videogames verkauft, beziehungsweise zumindest 50%. Das heißt, wenn man sich spezialisiert und sagt, ich mache einen kleinen Laden auf, einen GameStop zum Beispiel, ein GameStop, der ausschließlich Videospiele verkauft, dann kann ich damit die höchste Nachfrage abdecken. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes System, weil es einem erlaubt, sich auszutoben in dieser halbwegs realistischen Nachfragewelt. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Auf jeden Fall erfordert es mehr Strategie als einfach nur einen riesigen Laden, der alles anbietet. Denn der würde nicht alle Zielgruppen ansprechen und alle Zielgruppen gleichermaßen abdecken. Das finde ich sehr schön gelöst. So. Also erstmal ist wichtig, dass wir schauen, was wir verkaufen können. Das wäre das Cookies. Cookies können wir verkaufen. Die Nachfrage ist relativ hoch. Darum könnten wir uns quasi bemühen. So, jetzt aber zurück zum Shop. Wir wollen unser Edelica jetzt auch nachts öffnen. Mal schauen, ob das klappt. Muss ich das erstmal hier? Genau. Opening Hour 0. Duration 24 Stunden. Perfekt. Habe ich genug Leute? Ich gehe hier mal ins Shift Planning. Da sehe ich es vielleicht ein bisschen besser. Wir wollen... Nee, okay. Wir haben hier einen Stock-Clock, hier einen Stock-Clock, hier einen Stock-Clock. Diese sind jetzt gerade... Die können wir vielleicht jetzt ein bisschen anders sortieren. Genau so. Und dann fängt der eine um 6 Uhr an, der um 14 Uhr und der um 22 Uhr. Hier haben wir einen Kassierer morgens. Dann haben wir ihn hier. Die können wir den... Ah, boah, das ist ja super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die sollen sich ein bisschen überschneiden. Mittags wird es ein bisschen voller. Vielleicht sogar schon früher. So. Fliegender Wechsel. Hier nachmittags ist am meisten los bis abends. Und dann bräuchten wir einen für die Nacht. Perfekt. Das sieht doch erstmal gut aus. Ich weiß nicht, ob es komplett aufgeht, aber in der Theorie müsste das klappen. So, schauen wir nochmal. Das sind die Sales. Ich wollte aber gucken, wann die Leute arbeiten. Aha. Achso, das heißt natürlich, dass immer einer verfügbar ist. Hier sehen wir, dass es einmal einen Unterschied gibt, sonst ist immer einer da. Und nachmittags bis abends haben wir immer zwei da. So, gut. Das erstmal zum Schichtplan. Jetzt wollen wir gucken, ob das funktioniert. Und anschließend bauen wir unseren Supermarkt um, unser Edelica. Dass das hier nicht benutzt wird, finde ich ein bisschen traurig. Ich werde das wahrscheinlich dann auch in den Supermarkt verbauen. So. Anscheinend habe ich die Änderungen zu kurzfristig getroffen. Die werden jetzt noch nicht erscheinen. Ich glaube, das braucht immer ein bisschen Vorlauf. So. Dann überspringen wir das mal, beziehungsweise nutzen wir die Zeit, um den Supermarkt jetzt nochmal richtig umzubauen. Das war ja eigentlich die Idee hier, einen riesigen Supermarkt zu haben. Wir werden den jetzt ein bisschen breiter machen. Wie viel kostet das? 49.000, na gut, machen wir es ein bisschen günstiger. Dann kommen hier die Kassen hin. Also wir werden es relativ klassisch machen. Man wird hier entweder in der Mitte reinkommen oder weiterhin hier rechts am Rand und wird dann quasi gegen den Uhrzeigersinn nachher hinten gehen und dort dann abkassieren.
Unser Lager, das werden wir mal umverlegen. Entweder legen wir es hier nach rechts hin und machen hier einfach eine Tür rein. Oder wir... Nee, wir wollen hier keine Mauer drin haben. Das wäre, glaube ich, komisch. Oder wir machen es nach hier oben, aber ich glaube, nach da oben lasse ich mir mal den Platz. Mache ich dann hier einfach wirklich ein Gebäude dran? So einfach? Ja, lass mal so machen. So, jetzt haben wir auch schon wieder 6 Uhr. Die ersten Leute sind wieder da. Und es sind relativ viele da. Wie schaut es denn hier eigentlich aus, so finanziell? Sehr gut, kann das sein? Ich bin ein bisschen irritiert. Das läuft überraschend gut. Wenn ich mir überlege, wie meine erste Map lief, die ich privat gespielt hatte, das war ein bisschen anders. Das war ein bisschen, spannender, sage ich mal so. Aber da hatte ich auch gleich irgendwie 2, 3 verschiedene Shops. Da habe ich relativ früh das hier freigeschaltet und wollte dann sofort mit diesen Synergien arbeiten. Aber wenn du dich total spezialisierst, dann kannst du halt auch schnell aufs Maul fliegen, wenn du nicht aufpasst. So, solange das hier noch gebaut wird, kümmern wir uns ja darum. Kümmern Fresh Bread. Haben wir nicht, genau, das brauchen wir irgendwie. Canned Food ist beliebt. Und Cookies gehen wieder runter. Aber gehen wir trotzdem auf Cookies? Beliebter als Candies, nehme ich mal an. Jupp. Dann wechsle ich das einmal aus. Dafür habe ich ja die Clerks. So, wir haben die Cold Chain freigeschaltet. Das geht jetzt super flott. Wir holen uns jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas hier im Stream zeigen werde, aber wir holen uns jetzt noch. Frozen Food Supplier? Ah, da kriegt man noch diese Sachen. Eiscreme. Okay. Media Supplier. Wir sind doch Medienfreaks. Wir sind Videospielfans. Wir wollen Videospiele haben. Vielleicht kann ich die dann auch noch zeigen. Das wird, glaube ich, nicht der kürzeste der drei angespielt. Wird nicht die kürzeste Folge der drei eingespielt folgen. Dann sehen wir das vielleicht sogar noch. Okay, das ist auch bereits fertig. Und dann brauchen wir hier nur noch eine Tür. Ja, das ist okay dort. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das nach da umverlegen. Ich weiß noch nicht, wie ich das am besten mache. Ob ich das einfach hier hinziehen kann. Oh ja. Kommt schon, ich brauche die Tür. Hey, also, das ist wahrscheinlich unsere Hausmeisterin. Steht. Und dann können wir das hier entfernen. Machen wir das mit einem Rechtsklick. Ja, sehr schön, dass das so gut geklappt hat. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Dann werden wir diesen Store auch noch vergrößern. Und neue Kassen bauen. Anstatt die einfach zu verschieben. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Leute dann irgendwie nach Hause gehen. Wo haben wir es? Store und Checkout-Counter. Jo. Ganz an den Rand oder noch ein bisschen Platz lassen? Und unten will ich auch ein bisschen Platz lassen. Ich werde da klaustrophobisch, wenn ich sehe, dass die Leute da unten keinen Platz haben.
Also, aus irgendeinem Grund ist die Kasse hier unten super beliebt. Vielleicht, weil der Mitarbeiter ein bisschen sympathischer ist. Ein Schönling. Schaut ihn euch an. Ethan Villegas. Ein Prachtkerl. Sollten hier nicht zwei Leute arbeiten? Ich will jetzt die Kasse nicht verschieben. Muss ich auch gar nicht jetzt. Hauptsache, ich werde das jetzt alles nach hier oben verlagern. Die Frage ist, wenn ich es verschiebe, bleiben die Gegenstände einfach drauf? Nein. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr genau, was drauf war. Toilet Paper. Sieht gut aus. Und dann Pads and Tampons. Okay, das haben wir schon umverlagert. Das hier wird jetzt hier... Ah, wobei der erste Bereich muss ja eigentlich ganz klassisch hier Obst und Gemüse bestehen. Das heißt, das alles muss eigentlich weg. Und hier muss Obst und Gemüse hin. Na gut, dann wird es halt ein bisschen radikaler. Und diese Greeting Cards kommen auch nach hier hinten zum Ende. Ich weiß gar nicht, wie lang geht denn das hier? Sehe ich jetzt natürlich nicht. 10. Da sehe ich es. Bis dahin. Das heißt, ich könnte ja auch dazwischen die Dinger bauen. Aha, ich störe mich noch dran, da jetzt einfach die Sachen umzubauen. Habe ich denn schon Dings? Ja, habe ich schon freigeschaltet. Das heißt, ich kann auch schon Kühlschränke bauen. Da sind noch ein paar Sachen gelockt, aber habe ich ja vorhin erwähnt. Man kann auch Eiscreme und Pizzen freischalten. Bier ist wohl auch noch gelockt. Alkohollizenz oder so braucht man dafür. Das ist jetzt richtig rum. Ist, glaube ich, egal. Das heißt, hier oben ist die Reihe mit den Tiefkühlregalen. Die sind immer an Wänden. Ja? Ein Tiefkühlregal muss an einer Wand sein, weil da wahrscheinlich hinten Wärme entsteht, die man nicht in den Markt schieben will oder so ähnlich. Da lassen wir mal ein bisschen Platz. Wir fangen hier mal an. Wenn ich das hier mache, werden die komplett entfernt. Das wollen wir ja nicht. So. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal ein paar Sachen hier hin. Hier machen wir noch was anderes hin, aber... Hier gibt es dann diese Geschichten. Jetzt entferne ich erstmal alle Produkte. Aber hier oben kann ich ein paar reinmachen. Frischfleisch. Frischfisch. Und natürlich Milch- und Käseprodukte. Die werden sehr beliebt sein. Das alles muss ich gleich wieder befüllen, sonst habe ich ein Problem finanziell. Also, wir gehen dafür mal kurz hier drauf, gucken jetzt bei Food, beziehungsweise machen wir erstmal, ne, die Getränke machen wir ans andere Ende, gucken wir erstmal nach Essen. Frisches Fleisch, Milch haben wir, frisches Brot fehlt uns noch.
Das. Frozen Pizzas können wir nicht anbieten. Soßen und Seasoning. Können wir das anbieten? Das sieht super speziell aus. Candies sind jetzt wieder super beliebt. Okay. Machen wir doch erstmal das hier. Kaffee, Breakfast Cereal, Cookies, Snacks. Wo ist der Kaffee da unten? So. Das Schöne ist, man sieht ja sofort, was man bereits hat und was noch fehlt. Reis und Pasta. Dann machen wir hier noch Pet Food hin. Das hat uns noch gefehlt. Wahrscheinlich hat das überhaupt keine hohe Nachfrage. Und ob wir das hier sehen, ist eher die Frage. Wie unbeliebt ist eigentlich Dairy, nennt man das so? Also Milch, Käseprodukte. Ah, guck mal. Sliced Bread. Wird beliebter auf Stufe 2. Aber ist das jetzt ein Essensgeschäft hier? Wir können mal kurz gucken. Ja, Main Category ist Food. Das ist schön. Das war auch der Plan. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier unser Gemüse hinbekommen. Ja! Einfach ein paar Tische hinstellen und dann haben wir das schon. Es soll nicht zu eng aussehen hier. Sehr schön, das haben wir jetzt auch freigeschaltet. Ah, da ich irgendwas weiter forschen muss, tue ich das jetzt einfach mal. Electronics. Zack. So, 4 Tische. Und hier kommt einerseits, hier kommen Früchte hin. Hier kommt Gemüse hin. Und hier nochmal das Gleiche. Ergibt das überhaupt Sinn? Ich mach's jetzt einfach mal. War wahrscheinlich überhaupt nicht schlau. Ich wollte hier gerne Brot hinmachen und auf die andere Seite frisches Brot. Perfekt. Jetzt haben die hier auch endlich mal was zu tun, die Leute im Lager. Wir haben noch keine Getränke, das ist natürlich doof. Ich wollte die lieber nach hinten packen, aber komm. Ich muss das nicht noch weiter auseinanderziehen, das alles. Säfte. Soda. Bottled Water. Und dann können wir hier noch... Aber die Soßen müssten eigentlich zu den Nudeln. Nicht zum Pet Food. Dann ändere ich vielleicht das hier, dann kommt hier... Kommen hier die Säfte hin und hier noch die Soßen. Also wer aufgepasst hat, uns fehlen nur noch 2 Dinge. Süßigkeiten und Dosenfressen. Also für Menschen. Und ich glaube, Canned Food war jetzt auch gar nicht so unbeliebt. Oder hat sich das geändert? Da ist es. Okay, relativ unbeliebt. Nicht so wichtig. Und da wir jetzt eigentlich fast alles anbieten hier, müssen wir uns gar nicht mehr so viele Gedanken machen. Wir lassen jetzt den Tag einfach mal ablaufen und dann schauen wir mal, wie viel Nachfrage wir erfüllen. Wir sehen jetzt schon ein großes Problem. Die Kasten sind komplett überfüllt bei unseren langsamen Mitarbeitern. Das heißt, wir können uns... Okay... Ich muss nicht pausieren, weil bis ich neue habe, dauert ja eh. Da kann ich die jetzt auch einfach in Ruhe holen. Über das Shift-Planning kann ich keine neuen holen. Das wäre es noch gewesen. Ich brauche vor allem Kassierer oder Kassiererinnen, die mir helfen können. Einmal hier Ashley Reeves, 75. Soll nachmittags arbeiten, aber das mache ich gleich. Und dann holen wir uns noch Jared Fox.
So, Ashley und Jared, die sollen hier arbeiten. Dann haben wir hier von 14 bis 22 Uhr 4 Leute. Schaut euch das an hier. Das ist. Oh mein Gott! 6-mal gab es keine Parkplätze. Das ist ein geiles Problem. Das hatte ich noch nicht. Und wieder ein bisschen Geld dazu verdient. Auch schön. Alles subventioniert hier. Kein eigenes Geld reingesteckt. Beziehungsweise muss ich gar nicht die Straße ausbauen. Ich brauche einfach nur hier unten mehr Parkplätze. Ach ja, und was ich auch mal machen sollte. Staff on only parking. Also Leute, die bei uns arbeiten, dürfen dann hier unten parken und nicht hier oben. Dann nehmen die den Leuten hier oben die besten Parkplätze weg. Und wenn ich hier unten ein paar Parkplätze nur für meine Mitarbeiter habe, dann passiert das nicht. Danach kommt noch eins und dann hinten wieder Customer Parking. Dass jetzt hier nur einer arbeitet, ist aber auch nicht. Ist eine Frechheit. Ich habe doch niemanden entlassen. Was ist denn da los? So, das Ding wollte ich noch verschieben, dass die Leute vielleicht hier nochmal was einkaufen. Was schnecken. Die Leute sind hier schon richtig sauer. Die haben keine Geduld. Beeilt euch doch mal. Zahlt doch mit der Apple Watch. Ihr müsst die Karte nicht mehr reinschieben. Legt sie einfach drauf. Sehr gut. Komm, hau nicht ab. Hau nicht ab. Das Band ist langsam. Ich sehe es auch. Aber du schaffst das. Ganz ruhig. Ganz ruhig durchatmen. Oh mein Gott. Ja, die sind jetzt halt echt sauer. Ja? Da gibt es ja den Wert Satisfaction. Da muss ich direkt an die Rolling Stones denken. Okay. Der Wert hebt sich, sobald sie durch sind mit dem... Okay, vielleicht auch nicht. Das ist mal wieder ein Overkill. Dieser Supermarkt sieht aus wie alle meine Städte bei City Skylines. Sehr wenig auf sehr viel Fläche. Oh, da waren es wieder zwei. Und jetzt ist er wieder alleine. Aber so spät abends brauche ich auch keine zwei Leute mehr. Jetzt bin ich gespannt, was nachts sein wird. Nach 0 Uhr. Einzelne Leute kaufen ein. Oh, es sind nicht wenige, die nachts einkaufen anscheinend. Jetzt haben wir ein bisschen Geld verloren die letzten Tage, aber das lag am Umbau. Als nächstes haben wir Halloween und da sehen wir, dass die Nachfrage für Candies und Greeting Cards extrem steigt. Wir können uns hier wieder um Greeting Cards bemühen. Da. Okay, wir... Es ist wieder Morgen und aus irgendeinem Grund stehen alle hier und niemand da. Was ist das? Was ist das für eins KI? Achso, die standen da an, als er da noch nicht stand. Aber die wechseln auch nicht rüber. Na gut, oft ist es ja auch ein Fehler, die Kasse zu wechseln. Murphy's Law. So, ich wollte mal nachschauen, wie es denn jetzt aussieht. Nachfrage und Sales. Aha, da sehen wir doch schon mal mein Problem. Auf den ersten Blick dachte ich jetzt, oh, die Nachfrage für frischen Fisch ist extrem hoch. Und dann gucken wir hier. Wir erfüllen die Nachfrage in den ersten zwei Kategorien ganz gut. Aber Tier 3 kriegen wir nicht hin, weil das
speziell für Fischläden ist. Also diese Nachfrage ist für Fish-Only-Läden oder hauptsächlich Fischläden. Das gleiche hier. Hierfür bräuchten wir eine eigene Metzgerei. Hierfür, oh, wobei hier könnten wir schon ein bisschen mehr verkaufen. Aber eine eigene Bäckerei wäre sinnvoll. Milch, kein Problem. Das ist auch kein Problem. Okay, also hier oben, diese Hauptkategorien, wo ich dachte, oh ja, da müssen wir unbedingt schnell was nachliefern, war ein falscher Gedanke. Zumindest für unseren riesigen Supermarkt. Das müssten wir nochmal gesondert eigentlich aufbauen. Und deswegen ergibt es eigentlich auch Sinn, eine Mall zu bauen, also ein Einkaufszentrum, wo man sagt, okay, ich bebaue jetzt hier die ganze Fläche, aber ich habe einzelne Märkte, die voneinander getrennt sind und die dann die komplette Nachfrage erfüllen können. Dann muss ich natürlich auch für jeden einzelnen Markt eigene Mitarbeiter kaufen oder anstellen. Ich brauche eigene Kassen, ich brauche eigene Lager, wobei Lager können die sich, glaube ich, teilen. Aber ihr seht, worauf das hinausläuft. Es gibt dann halt mehr Micromanagement, als ich jetzt habe, aber ich habe auch das Potenzial, mehr Geld zu verdienen. Und wenn ich jetzt schon bei dem Spiel so drüber nachdenke, ja, dass das die beste Option ist, dann zeigt das ja einfach, dass da sich die Person, die für das Spiel verantwortlich ist, ausnahmsweise habe ich keine Ahnung von den Entwicklern, normalerweise informiere ich mich immer ganz gerne, die Entwickler haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie man das nachstellen kann. Oft habe ich ja den Eindruck bei diesen ganzen Simulationsspielen, dass man etwas nachbauen möchte, aber dann merkt, nee, das ist in diesem System, in diesem Spiel nicht die effizienteste Art und Weise, damit umzugehen. Soll heißen, im Prinzip möchte ich vielleicht eine Mall bauen, also ein Einkaufszentrum, aber eigentlich gibt mir das Spiel kein Incentive dafür. Eigentlich gibt mir das Spiel das Incentive dafür, einen riesigen Markt zu bauen, in den ich alles packe. Und das passiert hier halt nicht. Das ist echt schön. Die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie ermutigen wir die Spieler dazu, kleinere Märkte zu bauen? Wie ermutigen wir die Spieler dazu, die spezielleren Shops voneinander zu trennen? Dass man sagt, hier, es gibt nicht eine Spiele-Ecke im Edelica, sondern nein, es gibt einen extra GameStop, den wir jetzt auch bauen. Das wollen wir uns nochmal kurz gönnen, das sollte relativ schnell gehen. Einfach bauen wir es direkt dran. Ja, komm, was soll's. Sollte eigentlich egal sein. Es kann auch ganz klein sein, glaube ich, in dem Fall. Ich sehe schon, ich brauche hier auch morgens mehr Leute. Wir holen uns Berenice Rice. Da ist sie. So, ich brauche noch ein Lager. Und eigentlich ist das zu weit weg, aber da ich jetzt nur diesen einen kleinen Markt bis jetzt noch bediene, zusätzlich, werde ich das einfach mitnutzen. Später würde ich hier hinten noch einen Lagerraum bauen und hier viele kleine Läden, die sich dann daran anschließen. Und weil dem so ist, würde ich hier auch nochmal eine Loading Zone bauen. Was ich mich ja auch schon gefragt habe, es gibt ja den Checkout-Counter, das ist genau das, was wir so kennen, die klassische Kasse. Aber es gibt noch Order-Counter, aber ich nehme an, Order-Counters sind eher für zum Beispiel einen Coffee-Shop.
So. Machen wir eine kleine Tür hin. Und dann schauen wir mal, was wir brauchen, um hier Videospiele zu verkaufen. Dann müssen wir es nur noch als Shop kennzeichnen. Das verlinken wir damit. Hat das geklappt? Ja, das sieht gut aus. Und dann brauche ich zwei Leute, die hier arbeiten zumindest. Nehmen wir Lara, Bradley und jemanden, der schnell ist. Carol Robertson. Die arbeiten jetzt einfach nur 8 Stunden, dann ist der Laden erstmal nur kurz geöffnet. Aber wir wollen ja mal schauen, wie beliebt das sein wird. Das Ganze nehmen wir Game Start. Jetzt habe ich nur einen Bilder, das dauert deswegen ein bisschen länger. Ich werde das hier einfach mal kurz abbrechen. Ah, der macht das jetzt schon. Okay, sehr gut. So, jetzt haben wir hier zum ersten Mal 4 Leute, die an der Kasse stehen. Und wir sehen schon, dass sich das viel besser verteilt. Und hier kommen jetzt Medien hin, und zwar Videospiele. Videospiele. Und jetzt könnten wir theoretisch, weil wir, glaube ich, nur 50% Videospiele brauchen, auch einfach sagen, wir machen jetzt hier noch DVDs und Blu-Rays. DVDs und Blu-Rays hin. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, sehen wir, GameStart ist ein Medienshop. Main Product wird hier aber DVDs und Blu-Rays gelistet. Jetzt bin ich gespannt, ob hier die Videogames auf Tier 3 kommen. Und dann schauen wir mal. Max Product Quality ist Tier 2. Hier auch nur Tier 2. Wenn ich das jetzt aber ändere auf Videogames, dann ändert sich das hier auch. Videogames, Tier 3. Und DVDs und Blu-Rays, Tier 2 ist es geblieben, weil Tier 2 erfordert einfach nur ein Mindestmaß an Medien. Und das haben wir ja da drin sowieso. Sehr schön, dass das auf Anhieb geklappt hat. So kann man einfach schnell einen kleinen Laden bauen, der hoffentlich gut Geld macht. Denn je nachdem, was du natürlich verkaufst, machst du mehr oder weniger Geld. Hier hast du natürlich andere Gewinnmargen bei so einem Supermarkt. Also andere Gewinnmargen als bei so einem Markt, der Videospiele verkauft. Und dann hast du nochmal die Märkte, die Smartphones verkaufen. Auch dafür gibt es etwas, was man erforschen kann. Und das tue ich gerade. Dann können wir nämlich Laptops, Konsolen, Smartphones, Tablets, MP3-Player. Gibt es die noch? Geil. Kameras und TV-Sets verkaufen. Aber wenn man natürlich so einen Fernseher verkauft, verdient man wesentlich mehr Geld daran. Wir können das auch mal so ein bisschen sehen. Hier zum Beispiel haben wir frisches Gemüse. Wir sehen hier einerseits, wie viel frisches Gemüse wir haben. Wir sehen, wann das expired, also wann wir das wegwerfen müssen. Und wir sehen, wie viel Geld wir damit verdienen. Es kostet uns 2 bis 4 Dollar im Einkauf. Wir können es für 5 bis 10 Dollar verkaufen und das ist ein Profit von 3 bis 6 Dollar. Das Ding kostet, also dieser Tisch kostet 1 Dollar pro Tag. Und so sieht man halt auch, wenn ich jetzt zu viel Gemüse habe, und so sieht es gerade aus, und wenn ich da jeden Tag was wegschmeißen muss oder jeden dritten, mache ich natürlich auch mit der Zeit wahrscheinlich ordentlich Verlust, wenn ich nicht aufpasse. Und wenn ich hier einfach ein paar DVDs drin stehen habe, die halten 2400 Stunden, habe ich natürlich in dem Sinne keinen Verlust. Die werden halt irgendwann abverkauft. So, dann wollen wir das hier nochmal abschließen. Die Parkplätze sind voll. Ich glaub's nicht.
Das ist der Wahnsinn. 82 Leute haben wir verkrault. Auch ein Rekord für mich. Ist ein bisschen doof, dass der Hausmeister immer zurückgeht. Sie sollte doch hier irgendwo rumlungern. Meinetwegen sogar hier im Storage Room. Stattdessen geht sie immer wieder zurück hier in den Maintenance Room. Die müsste man eigentlich hier noch dran bappen. Würde wahrscheinlich mehr Sinn ergeben. So. Ich lasse das mal ein bisschen durchlaufen. Gucken hier nochmal kurz drüber. Das sieht in dem Bereich ganz gut aus. Wie sieht es bei den Getränken aus? Da fehlen uns natürlich die alkoholischen Getränke. Aber man kann auch einen Getränkemarkt zum Beispiel machen. Auch schön. Ach ja, Drogeriemarkt ist auch ein Thema. Da sehen wir auch, dass die Nachfrage erst auf Tier 3 so richtig erfüllt werden kann. Kosmetik ähnlich. Ja, also ein Drogeriemarkt wäre auf jeden Fall auch noch so ein Thema. Die sind sauer, die mussten gerade die Kasse wechseln, nachdem sie schon kurz davor waren, dran zu kommen. Ist natürlich auch fies, wenn die Kasse geschlossen wird, dass alle einfach rübergeschickt werden, anstatt zu sagen, hey, ihr seid die Letzten, danach kommt keiner mehr. Sehe ich denn mittlerweile auch, ob Dinge gestohlen werden? Theft. Oh ja, das sind schon mal Zahlen. Ich weiß nicht, ob die so schlimm sind, aber Dinge werden gestohlen. Es ist witzig, dass ich diese Information habe. Woher soll ich das wissen? Wer kümmert sich um diese Information, ohne was dagegen zu tun? Aber wir sehen hier, wir machen hier echt gute Zahlen. Wenn ich jetzt nicht ständig was bauen würde, dann wird das hier auch mal bergauf gehen. Und hier kann ich jetzt eigentlich fast immer 4 Kassen geöffnet haben. Und hier sehen wir es, es geht los. Die Regale werden mit Videospielen und DVDs gefüllt. Und ich glaube ja immer, dass das hier Shadow of the Colossus sein soll. Hier bin ich mir nicht sicher. Das, oh, ich weiß nicht wieso, aber das könnte Grand Theft Auto sein. Aber vielleicht wisst ihr da ein bisschen mehr. Vielleicht erkennt ihr hier noch irgendein Spiel, was ich nicht erkennen kann. Dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr hier seht. Auf jeden Fall, was man erkennt, ist, dass wir hier PlayStation 4 Spiele haben. Hier Xbox-Titel. Ich weiß nicht, wieso das hellgrün ist. Das sollte eigentlich rot sein. Dann wäre es eindeutig Switch. Ist es einfach Xbox 360 und das Xbox One? Vielleicht. Hier sehen wir lauter Blu-rays. Das erste könnte Spider-Man sein. Hier ist irgendwie die Erde zu sehen. Ja. So, jetzt sehen wir mal hier rein. Ist dann natürlich nichts von Interesse hier. Aber wir können dann hier dann demnächst mal gucken bei Media. Und dann können wir hier sehen, Videogames hat eine sehr hohe Nachfrage. Und da wir dann diese Hauptnachfrage erfüllen. 41, hier sehen wir es auch. Und Demand ist 41. Ich hoffe, die kommen alle vorbei. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, ob das zufällig ist. Oder ob 41 Leute auf jeden Fall vorbeikommen, wenn da die 41 steht. Hier sehen wir auch mal, dass ein Regal wirklich leer sein kann, wird aber schnell nachgefüllt. Jetzt ist für mich natürlich noch die Frage, baue ich das alles hier noch weiter aus? Lohnt sich das überhaupt? Denn was ich jetzt gemerkt habe, ist, ich habe gar nicht so viele Produkte, die ich ausstellen kann. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die Sachen mehrfach auszustellen. Also ob es sich lohnt, einfach 3-mal Soda nebeneinander zu stellen oder 3-mal Snacks. Oder ob man einfach sagt, nee, ich habe von jedem ein Regal. Dann kann ich die Kassen einfach hier nach rechts verschieben, hier eine Wand einziehen und hier noch ein anderes Geschäft hinbauen.
Ja, vielleicht hat irgendjemand von euch Erfahrung mit dem Spiel und kann mir da eine Antwort drauf geben. Würde mich wirklich interessieren. Auch im Nachhinein gerne mal reinschreiben. Ich werde mir das Spiel privat auf jeden Fall noch irgendwie mal anschauen. Das wird ja noch fleißig weiterentwickelt. Und vielleicht, wenn es nochmal einen größeren Sprung gibt, schaue ich mir das auch gerne im Stream an. Wenn es da Interesse gibt, schreibt das auch nochmal gerne in die Kommentare. Hier sehen wir auch schon, die Leute hauen ab, weil sie kein Restaurant haben. Sowas könnte man zum Beispiel auch mal bauen. Ein Restaurant, da habe ich mich schon mal dran versucht. War ein bisschen anstrengend. Interessant fände ich noch ein Kino zu bauen oder ein ordentliches Café, wie das dann aussieht. Keine Ahnung, aber es würde mich interessieren. Also, wie gesagt, wenn bei euch noch ein bisschen Lust besteht, mehr von diesem Spiel zu sehen, dann kommentiert oder liked zumindest das Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ein bisschen Rückmeldung zu bekommen. Und vielen Dank an alle, die es bis hierher gesehen haben. Vielleicht sogar alle drei Folgen. Danke für die Kommentare bis hierhin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, angespielt. Macht's gut. Ciao.